Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zu diesem Video. Digga, heute ist der Tag gekommen, Leute. Ich nehme das einen Tag vor dem Treffen auf. Jamal Musiala wird neben mir stehen. Bro, Jungs, ich schwör's euch mal, Mädels, ich bin sehr, sehr nervös. Ich freue mich aber auch drauf. Ich muss aber sagen, bei Davis oder so, oder bei Luka Modric oder Ronaldo oder so, wäre ich noch nervöser oder aufgeregter, weil Jamal ist noch zu jung. Aber trotzdem ist immer was sehr, sehr Besonderes. Der Mann hat 110 Millionen Marktwert. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was soll ich ihm für Fragen stellen. Ich weiß leider noch nicht genau, wie viel Zeit werde ich haben mit ihm zusammen, weil ich glaube, ja, das wird nicht so einfach, denke ich mal. Der Fonsi damals, der ist dann mit seinem Aventador gekommen, auf entspannt, alleine ohne Management. Ich glaube, bei Musiala wird es ein bisschen anders sein. Ich freue mich riesig und ich werde euch heute begleiten. Und jetzt schon mal vorab, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben auf das Video. Ohne Spaß, für so ein besonderes Video einfach mal 10.000 auf Knacksch. Das war ultimativ. Und hier ist wieder so ein Pickel am Brühen, Digga. Ich habe schon Zinkcreme drauf getan, da hilft alles nichts. Und Leute, ich werde ein Trikot verlosen mit einer Unterschrift von Jamal. Ich hoffe, das klappt alles, aber es werdet ihr im Vlog ja erfahren. Und dann will ich euch kurz ein bisschen eine kleine Roomtour zeigen, was hier alles neu ist. Wir haben Luka Sucic eine Karte, Luka Modric kennt ihr schon, Ronaldo und Messi. Hier sind die frischen Displays und auf der Seite haben wir Bellingham Trikot. Sextuple-Saison, das kennt ihr alle schon, glaube ich. Das ist aber neu. Da kommt aber logischerweise noch eine Dragon Ball Karte rein. Da steht Dragon Ball, aber ist One Piece drin, das war's komplett. Und so sieht die Commander Krieger Einsatzstation aus. Der Commander Krieger, bester Mann übrigens gewesen. Dieser Stuhl, Leute, ist die absolute Meta. Beste Gaming-Stuhl, den es gibt. Und ich werde natürlich versuchen, Karten unterschreiben zu lassen. Hier haben wir One of One Musiala. Ich will sie ihm zeigen. Ich bin gespannt auf seine Reaction. Die wurde gegradet. Gibt es nur einmal auf der Welt mit einem Bundesliga-Ball. Und dann haben wir hier noch ein paar Karten. Ich muss mir noch überlegen, welche ich mitnehme. So Rookie-Karten von Jamal. Die würde ich gerne verlosen und vielleicht noch für die eigene Sammlung eine haben und dann graden lassen. Leute, es wird was. Ich habe noch keine Ahnung, wie lange ich Zeit mit ihm habe. Ich hoffe, das wird geil. Aber ich bin mir sicher. Das ist mein legendäres Wohnzimmer. Hier wird jeden Tag Fußball gesuchtet. Leute, ohne Spaß, ich bin so süchtig. Und no joke, checkt unbedingt den Podcast ab, Vizca Tabak, Leute. Das ist geisteskrank, wie er ankommt. Ich küsse euer Herz für den Support und jetzt gehen wir weiter. Ich habe schon meine Sachen gepackt, Leute, und die absolute Meta, das beste Parfum auf diesem Planeten. No joke, ich liebe das. Und nicht vergessen natürlich Deo, sonst stinke ich Musiala voll. Und schaut mal, wer der ist, Leute. Am Schlafen. Hallo. Die versteckt sich immer im Schrank, wenn ich alleine bin. Elfie, hallo Schatz. Schau mal, wie süß die ist. Schau mal, die Augen sind so schön. Wie geht's dir? Kommst du auch mit zu Musiala? Boah, Leute, Stefan von Fifi hat mich komplett rasiert. Es ist 7 Uhr morgens und wir nehmen jetzt ein Video auf, bevor es gleich zu Jamal geht. Stefan, weißt du, siehst du, fix. Guck dich mal vor. Next Stop, 5 Stunden Fahrt Richtung Münchner Hauptbahnhof. In München angekommen und so werden wir später das Bild mit Musiala machen, in dem Outfit. Und die Cargo-Hose habe ich mir neu geholt. Ich feiere die voll. Die ist von Dev. Keine Werbung an der Stelle, aber die ist cool. Cool geschnitten. Jetzt geht's. München ein bisschen chillen, ein bisschen was essen und dann vamos zu Jamal. Ich bin bei der Location angekommen. Werk 3 Studio. Da geht's zur Aufnahme. Schaut's euch an, Leute. Hier wird gleich gedreht. Das ist das Setup. Jamal ist gleich da und da werde ich gleich mit ihm sitzen. Jamal Tops hat sich auch um Essen gekümmert. Gibt später einen leckeren Snack auf jeden Fall. Und ich habe es noch gar nicht erzählt, Leute. Einladung von Tops mit Jamal heute was aufzunehmen. Da geht ein dicker Kuss raus. Und Leute, checkt Instagram ab. Da gibt's ein dickes Giveaway. Unterschriebenes Trikot von Jamal Musiala. Schaut mal, wie cool. Die Trikots werden hoffentlich alle unterschrieben von Jamal. Und was sehen wir hier? Die Karten von mir. Und die One of One von Musiala auch noch. Freunde, schaut mal, wen ich getroffen habe. Von Tops, erster Designer von Inception. My friend, how are you? Good, thank you. Do you know what? The German community loves your design because Inception is one of the greatest sets from Tops. Amazing. That's crazy. It's awesome to hear. I mean, it's super fun working on it. And yeah, it's just so good to know that people. Because of you, I have Messi one of one. You have 10%, okay? Okay, I'll take 10%. Very good, sir. Geil, Mann. Er ist einfach Designer von Tops. Wahnsinn. Und die Karten, wenn es geht. Einfach, ja. Ja, genau. Schau, die gibt's nur einmal auf der Welt. Hab ich vergeben. Sehr cool. Danke dir. Gerne. Ja, gerne. Fresh. Ich habe gerade mit Musiala gequatscht. Ich habe es nicht aufgenommen. Aber ich habe ihn gefragt, ob er auch so FIFA-YouTuber schaut, ob er das kennt. Er meinte, er schaut so mehr so englische Sachen. Aber einer aus dem Bayern-Team, er weiß nicht mehr genau wer, wahrscheinlich Stani oder Yusuf, ich weiß es nicht, hat ihn anscheinend mal ein Video von mir gezeigt. Zumindest hat er mich schon mal gesehen anscheinend.
da habe ich mich gefreut. Und sonst haben wir ein bisschen gequatscht über YouTube, über dass er halt ein bisschen COD früher gespielt hat, jetzt ein bisschen weniger. Er ist auf NBA gestiegen, nur dass er Bescheid wisst. Okay, Freunde, weiter geht's mit Jamal hier zusammen. Jamal, es ist mir eine Ehre, hier neben dir sitzen zu dürfen. Ich bin auch ein großer Bayern-Fan übrigens. Und er ist mir schon sehr sympathisch, weil du hast gesagt, dass Guardiola eine sehr gute WM gespielt hat. Dass er so einer der Future-Stars quasi ist. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr cool, finde ich, von Jamal. Und du bist ja jetzt Ambassador bei Topps, also so Gesicht auch von Topps. Und was verbindest du so mit Topps? Was würdest du sagen? Ja, ich glaube, hat viel mit Kindheit zu tun. Mhm. Also ich habe die Match Attacks und die Karten alles gesammelt, wo ich kleiner war. Und ich weiß, die Freude, das mir gebracht hat, wenn ich eine coole Karte gezogen habe oder ein paar Spiele, wo mir gefallen, die Karten dann gehabt habe und dann getradet mit Freunden. Das hat auf dem Pausenhof. Ja, das hat viel Freude gebracht. Ja, cool. Wie glaubst du, fühlt sich jemand, wenn er so eine One-of-One von dir zieht? Die gibt es dann nur so einmal auf der Welt. Das ist, das ist schon krass, glaube ich. Weil du weißt, diese Karte ist nur einmal da und dann hast du davon welche unterschrieben. Ja, ich hoffe mich sehr glücklich, aber wenn ich auch so eine Karte gezogen hätte, wäre ich richtig glücklich und würde bestimmt alle Freunde sagen, dass ich die Karte habe. Ja, okay, dann habe ich noch so ein paar Fragen an dich. Zum einen haben wir, wer ist dein bester Mitspieler? Was würdest du sagen? So, bester Mitspieler? Einfach vom Skill her, bei, zum Beispiel bei FC Bayern München, wärst du dein bester Teammate? Bestimmt Alfonso Davis. Ja, Davis. So, wir haben richtig gute Beziehungen. Ja. Ich finde ihn super Spieler, dribbelt auf einem sehr hohen Niveau, geht nach vorne, flankt. So, ich glaube, mit ihm macht es viel Spaß zu spielen. Ja, Alfonso Davis ist auch ein sehr, sehr korrekter Typ. Haben wir vor kurzem was mit ihm aufgenommen, auch mit Topps. Und wer war bis jetzt dein härtester Gegenspieler, gegen den wir ran musstest quasi? Ja, ich glaube, Ramos war ein guter Gegner. Ich glaube, er hat ganz gut verteidigt, war immer da, hat es nicht leicht gemacht. Ich glaube, Ramos war bestimmt. Mir haben auch teilweise junge Bayern-Spieler gesagt, gegen Lucas Hernandez zu verteidigen, zu spielen ist sehr schlimm. Oh, weil der haut dir sogar im Training so richtig die Beine weg und so. Gegen Luki ist unmöglich, weil er ist wirklich aggressiv und alles. Das macht keinen Spaß. Ne. Okay, krass. Mit welcher Legende hättest du gerne zusammengespielt? Welche ist so die Nummer 1 Legend für dich? Das sind viele Legenden. Würdest du Ronaldinho, habe ich schon mal von dir gehört, ja? Ja, Ronaldinho. Okay. Ronaldinho. Okay, sehr geil. Wer ist deine engste Bezugsperson, zum Beispiel im Fußballverein, beim FC Bayern München? Wie meinst du so? So mit wem, ich schätze mal Alfonso Davis, gell? Also mit dem du einfach so am meisten Kontakt hast. Am meisten Kontakt, ja. Für mich ist Fonsi und Leroy bestimmt. Fonsi und Leroy, okay. Ja, die zwei, wo ich am nächsten bin. Okay, sehr geil. Dann hast du ein Idol in der Bundesliga? Gibt es irgendeinen, so vielleicht Legend oder der vor ein paar Jahren gespielt hat? Oder vielleicht sogar noch aktiv spielt, wie Thomas Müller? Wärst du dein Idol der Bundesliga? Ja, ich glaube, du hast so Thomas, ich denke, ein Robben, Ribéry, die Freude und alles, was die gewonnen haben, ist auch... Die hast du bestimmt schon mal live auch also getroffen, oder? In England? Ja. Haben die dir irgendwas mitgegeben, so irgendwas so? Ich jetzt nichts, ich soll einfach weitermachen, weiter hart arbeiten. So. Geil, okay. Ja. Okay, cool. Von welchem Spieler willst du dir noch Fähigkeiten abgucken? Gibt es da irgendwen? Wo ich die Fähigkeiten gern habe? Ja, zum Beispiel sagen wir mal, Thomas Schnelligkeit oder sowas. Das hat Stanisic auch zu mir gesagt. Der hat gesagt, das ist so unfair, dass Alfonso Davis so genetisch so einfach so schnell ist. Ja, ich glaube, mit seiner Schnelligkeit... Ich glaube, jeder wird das. Das wäre krass. Okay. Dann haben wir noch eine Frage. Was ist dein Tipp für junge Fußballer, die auch mal in der Bundesliga spielen wollen? Jetzt sagen wir mal, in der Jugend gerade irgendwo spielen. Vielleicht Kreisliga, egal wo. Was gibst du dir mit so? Ja, ich glaube, es klingt immer einfach zu sagen, einfach so hart arbeiten, Spaß haben, aber das sind wirklich, wenn man wirklich die Arbeit reinmacht, ein Spiel verbessern wollen möchte und einfach in die Weaknesses immer dran arbeiten und dann trotzdem das Spaß haben im Spiel, wie man im Park mit Freunden spielt, so auf dem Feld sein. Das wird immer
nicht weit nehmen, glaube ich. Ja, aber Spaß vor allem im Vordergrund, gell? Mhm. Auch so, sowas. Was ist dein Ziel für die Euro, also die Europameisterschaft im kommenden Jahr? Hast du da schon so ein Ziel, das ist noch ein bisschen weit weg wahrscheinlich, aber... Ja, ich glaube, für mein Mindset ist, egal welchen Turnier wir reingehen, dass wir den Turnier gewinnen wollen. Okay. Und wie besonders ist es, eine Europameisterschaft zu Hause zu spielen? Spielt ja wirklich in Deutschland. Das heißt, die Fans werden da sein, alle sind am Supporten. Ja, ist wirklich eine große Möglichkeit für uns. Ich glaube, die Situation könnte jetzt nicht besser für uns sein, wirklich die Fans zurück zu gewinnen, was zeigen und einfach wieder die Freude in Land reinbringen. Safe. Sehe ich auch so. Wir haben ein Europameisterschaftsfinale. Es ist Elfmeterschießen, okay? Mhm. Du spielst gegen England. Entscheidender fünfter Elfmeter, trittst du an? Ich glaube, es ist einfach jetzt zu sagen, ja, aber bestimmt in der Situation, ich weiß nicht, jetzt gerade würde ich bestimmt nein sagen, weil ich, übe kein Elfmeterschießen gerade so, aber wer schießt die aktuell bei euch? Kimmich? Kimmich, Thomas, aber ich glaube, bis dann, wenn ich schon wirklich Vertrauen habe in meine Elfmeterschießen, dann würde ich es schon nehmen. Okay. Und was ist deine Schwäche von dir, die du im Spiel hast vielleicht, wo du selber noch sagst, da will ich noch dran arbeiten ein bisschen? Bestimmt vielleicht meine Schüsse aus Distanz oder vielleicht auch Schüsse mit links, linker Fuß oder so die tiefe Pässe. Einfach Weak Foot noch ein bisschen? Ja, Weak Foot vielleicht noch ein bisschen. Okay. Und dann eine typische Frage, hast du wahrscheinlich schon oft gehört, aber Messi oder Ronaldo? Ja, für mich war schon immer Messi, aber ich habe viel Respekt für beide. Ja, safe. Mit wem würdest du gerne einen Tag tauschen? Das heißt auch vielleicht fußballunabhängig, also wie du Bock hast. Gibt es irgendeine Personality, wo du sagst, boah, der wäre ich mal gerne einmal oder die, egal. Ich wäre zum Beispiel einmal gerne Jamal Musiala in der Allianz Arena, wenn alle deinen Namen rufen und dann, weißt du, ich meine. Aber ich glaube, du würdest nicht gerne YouTube-Videos machen, so wie ich. Boah, ich glaube, wäre schon, schon cool. Ich glaube, ich werde schon ein lustiger Streamer sein. Weißt du? Ja, ich glaube, das glaube ich safe. Mhm. Aber eine Person, ich weiß nicht. Wäre vielleicht so ein Actor wie Kevin Hart oder irgendwie sowas. Irgendwas weit weg. Kevin Hart ist so eine Legende. Ja. Den fand ich böse. Okay, hattest du einen Plan B neben dem Fußball, bevor du wusstest, okay, jetzt bin ich echt Fußballprofi? Ja, außer meiner Basketballkarriere nicht viel. Ich habe immer malen, so Architekt hat mir immer so krass gefallen, aber ich malst du gerne privat so auch zu Hause? Oder? Boah, selten, aber ich habe früher oft gemalt. Okay. So. Ja, cool. Ich glaube, das war's dann schon. Yes, das war's. Dann bedanke ich mich schon mal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part oder beim nächsten Mal. Haut's rein. Video ist abgedreht mit Jamal. Er hat auf dem Case unterschrieben. Und das Geile ist, er hat auch noch Trikots unterschrieben. Da gibt's ein geiles Giveaway auf Instagram. Plus eine Karte, die er auch unterschrieben hat. Könnt ihr theoretisch graden lassen, zu PSA schicken. Und dann wird es authentifiziert, weil ihr könnt ein Beweisvideo schicken, dass die halt von ihm ist. Das ist mega. Der Tag ist vorbei, Leute. Ich bin komplett außer Puste. Das war schon irgendwie so... So ein bisschen war ich aufgeregt, muss ich sagen. Man hatte so ein bisschen Druck, dass man so quasi performen muss, obwohl es ja voll entspannt ist. Jamal ist ja voll jung und voll der coole Typ. Und ich muss echt sagen, Leute, Jamal charakterlich, wie er so vor mir war, 10 von 10. Echt ein sehr, sehr korrekter Kerl, sehr, sehr entspannter Kerl. Und man merkt irgendwie, dass er auch so voll am Boden geblieben ist und einfach ehrlich ist. Das finde ich cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Leute. Das habe ich euch zu verdanken. Dankeschön an Tops für die Einladung. Danke euch, Leute. Ohne euch wäre sowas alles nicht möglich. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin ein immer noch junger kroatischer Buzi, der in München geboren ist, der Fußball liebt und lebt wie kein anderer, würde ich jetzt sagen, aber es gibt auch andere, die so sind, deswegen würde ich es nicht unterschreiben. Aber ich bin absoluter Fußball-Nerd und das, was wir alles machen, das ist ein Traum, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da, ich würde mich freuen. Und macht mit beim Giveaway. Und ansonsten, falls Jamal das sieht, liebe Grüße. Hat mich sehr, sehr gefreut, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's rein, euer Tamak und ciao.